So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von MindClone, dem Minecraft-Clone, also eigentlich MindClone 2. Ja, wir wollten uns eigentlich ins Bettchen legen, aber da hinten geht ja die Sonne schon auf. Perfekt. Da müssen wir ja gar nichts groß tun. Jetzt müssen wir bloß noch darauf warten, dass die Monströen alle Feierabend machen. Ach, da können wir eigentlich mal die Farbe hinknallen. Und so ein Mitternachtssnack vielleicht, aber eigentlich auch nicht. So, und dann bin ich mal am Überlegen. Hier, wir hätten quasi Holz. Wir bräuchten dann quasi Holz. Dann würde ich mal... Habe ich hier vielleicht Holz? Ich bin gerade am Überlegen, wo ich das Holz hingepackt habe, das ich hatte. Oh ja, hier hatte ich Holz. Das heißt, das würde uns schon reichen, aber vielleicht haben wir ja auch noch oben Holz. Weil das würde ich ja quasi als erstes dann verbauen wollen. Ah, da hinten ist schon wieder ein Zombie. Den meucheln wir vielleicht mal gerade mal. Okay, einen brauche ich auf jeden Fall noch. Eigentlich würde ich ihn gerne von oben ins Wasser stupseln. So. Und dann würde ich auch direkt mal sagen, wir fangen direkt mal an. Ach, diese Creeper. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob ich die nicht ausmachen kann. So, wär hier wäre ja jetzt quasi die Wand. So. Die müssten wir ja dann abbauen und dann können wir quasi... da lang gehen. Uah, genau. So wäre das nämlich gewesen. Dann würde ich da nochmal hochgehen. Und mich nochmal todesmutig hier runterwerfen. Weil hier hinten wird es ja dann wieder weitergehen. So, da müsste man ja dann die Mauer sehen. Und dann geht es quasi hier weiter. So, und wenn wir jetzt Pech haben, dann haben wir gleich ein Pferd im Haus stehen. Kann ich dich vielleicht... Na gut. Dann hau doch ab. So. Und das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne von unten machen wollen. So, den müssen wir dann ja weghacken. Aber das machen wir später, wenn wir die Spitzhacke haben. So, und eigentlich müsste ich ja da die Mauern, die müsste ich ja eigentlich auch noch aus Stein machen. So, habe ich noch eine Schaufel? Ja, eine habe ich noch. Gut, die wollte ich dahin tun. Da hinten gibt es auch noch Erde, wahrscheinlich schon. So, da oben liegt auch noch Erde rum. Hier wird nichts verschwendet, das gibt es nicht. So, dann ziehen wir dich ab. Und das erste Kaninchen. Das erste Haustier quasi. So. So, was wir jetzt halt quasi machen, ist, wir erzeugen uns jetzt ein, also wir vergrößern unsere Residenz so rum. Zack, zack. Und zack, zack. Zack. So, und die Überlegung war so ein bisschen, wie machen wir denn eigentlich die Decke? Aber ich würde schon sagen, dass wir die Decke quasi holzig machen. Einfach, ja, es bietet sich halt einfach an. So, zwei. Machen wir dich noch weg. Und dann bräuchte ich jetzt Steine. Steine habe ich sicher nicht im Inventar, ne? So, wir können hier nochmal gucken.
Dich bräuchte ich. Das könnte reichen, aber ich nehme sicherheitshalber nochmal einen mit. So, und dann würde ich euch tauschen. Und dich auch da drauf tun. Ah, okay. Ach, das ist Kies. Haha. Stein war hier. Zack. Ja, das könnte reichen. Mein Mittagssnack ist auch schon im Haus. So. Also, dann würden wir da nämlich das Ding machen. Da drüben ist noch Erde. Das hätten wir jetzt eigentlich gleich zumachen können. Wir gehen auf dich da und dann würde ich eigentlich hier unsere Mauern einfach reinziehen. Also das sind ja die Mauern unseres Hauses. So, da hinten ist es jetzt nicht ganz konsistent, aber das liegt halt daran, dass wir einen Anbau gebaut haben. Also wir haben ja quasi mit dieser Holzhütte angefangen. Und ich meine, es spiegelt ja schon so ein bisschen die Bauhistorie wider. Manchmal ist das halt mit dieser Bauhistorie, das ist halt, dann sind Häuser nicht ganz konsistent und so. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so fatal. Wir haben halt ein bisschen einen Realismus. So. Ja, machen wir jetzt einfach so. So, dann würde ich hier nochmal ein bisschen Erde ergänzen, da wo halt die Lücken sind. Nämlich einmal hier und einmal da drüben. So, da könnten wir nochmal Wolle mitnehmen, aber die brauchen wir gerade nicht. Zumindest wüsste ich nicht wofür. Dann nehmen wir hier die Erde noch mit und dann würde ich jetzt eigentlich sagen, Cheerio, Holz habe ich genug, ne? Holz habe ich ja. Genau, Holz habe ich ja in der Kiste. Bam, bam. So, und das Schwein. Ja. So wollte ich es jetzt nicht haben. Aber das macht jetzt auch erstmal für den Anfang gar nichts. Ich brauche halt die Axt wieder. So. Da oben ist schon wieder ein Muli. Gut. Dann machen wir das vielleicht mal so. Na. Zack. Da hinten können wir uns überlegen, ob wir da wirklich noch ein Holz hinhauen. Gerade interessiert es mich nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich da nicht schon wieder irgendwas mit Glas mache. Schön. So, und dann würden wir hier vielleicht mal. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Fackel nicht weghauen. Na, gut, dann machen wir das halt so. Super. Okay, hauen wir dich jetzt weg. Aber ich glaube, die Korrektur, die mache ich echt nachher. So, jetzt können wir mal gucken, was ist sinnvoller, das von unten zu machen oder das von oben zu machen? Von oben falle ich halt immer runter, ne? Das ist so ein bisschen dieses. Oh ja, gut, machen wir halt mal. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, zickel die zick, zack, zack, zong. Hauen wir hier auf jeden Fall das Zeug rein. Na, na. Okay. Ja, da wollte ich es nicht haben. Da wollte ich es haben. Da, da und da. Dann geht es noch hier und hier und hier. Und da und da und da. Und so weiter. Da können wir da einen draufhauen. Wunderbar. Dann können wir hier noch den wegmachen. Und dann würden wir da nochmal den draufhauen. Und dann holen wir hier uns. Ach so, ich hatte ja noch. Haha. So, und dann müsste ich eigentlich mal für die Mod hier auch Inventory Tweaks installieren.
Ey, das ist schon eigentlich gar nicht so schlecht mit denen. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack und zack. So, und damit haben wir quasi von unserem Anwesen hier. Oh Mann, diese Ender-Dinger. Die sind echt nervig. Ja, die sind auch echt sehr buggy in meinem Klon. Ich denke nämlich nicht, dass sie bleiben sollten. So, also ich kenn das Standardverhalten von diesen Endermen in Standard Minecraft halt leider nicht. Jojo, ist gut. So. Dankeschön. Aber Pferde gibt es hier echt unglaublich viele. So, hier waren wir. Dann wollte ich dich mal wegmachen, dich hier noch wegmachen. So. Hoi du. So, und dann können wir da mal überlegen, was wir da reinziehen, ob wir da Stein reinziehen oder ob wir da Holz reinziehen oder ob wir da noch irgendwas anderes reinziehen. Wir können jetzt hier mal wirklich den Aufbau ein bisschen erweitern. So, dann habe ich ja hier nochmal. Zack, zack, zack. Und es wird schon wieder dunkel. Das heißt, ich habe jetzt gerade rechtzeitig das Zeug voll fertig gemacht. So, dann würde ich. Tür vielleicht zu. Dankeschön. Würde ich hier oben vielleicht noch einen Deckel oben draufhauen. Ich habe da gerade Kornkreise gesehen auf dem Boden. So, so, so. Au, 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 au. Das wird jetzt gerade echt kritisch. So. Jo, gut, da haben wir in einem Tag unser Häuschen neu gestaltet. So ein bisschen. Dann würde ich hier mal runtergehen wollen. So, und dann müsste ich mal gucken, habe ich noch Fackeln irgendwo? Ich habe jetzt natürlich schon wieder Pilze und alles Mögliche. Das will ich ja alles gar nicht. So, dann würde ich mal. Also erstmal. Gibt es hier ein bisschen Schweinefleisch? Dann würde ich dich dann nochmal wegmachen. Dann würde ich die Pilze wegmachen. Das Glas habe ich noch. Das will ich behalten. Weil wir da ja vielleicht noch ein bisschen nach außen bauen wollen. Ich zeige euch nur das gleich mal, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt geht erstmal der Tag zur Neige und dann würde ich eigentlich fast sagen, es kann hier bleiben. So, die Knochen können weg. Der kann schon wieder rüber. Und dann würde ich im Inventar jetzt eigentlich mal wieder ein paar Fackeln bauen. So, und dann können wir nämlich jetzt hier wieder nach oben. Und dann geht's auf die 4. Und dann sage ich einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist ein bisschen doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist echt doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, wie sieht's denn aus, wenn ich das so mache? Nee, das klappt nicht. Ah, okay. Dann lassen wir es halt so und in die Mitte können wir da irgendwas hinbauen. Nö, geht auch nicht, weil wir haben ja keine Mitte. Haha. Haha. Dann machen wir das versetzt, oder? So. Ey, das sieht kacke aus. Sorry, aber das sieht einfach nur kacke aus. Das kann ich nicht machen. Das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. So, auf jeden Fall haben wir dann hier unten jetzt quasi den neuen Anbau. Naja.
haben wir da unten quasi einen neuen Anbau. Aber lass mich mal lügen. Nee, nee, nee. Creep ist quasi dann morgen dran. So. Da ist jetzt natürlich noch die Frage, ob ich das überhaupt so haben will. Aber ich denke, um den Rest kümmern wir uns morgen. Jetzt gehen wir erstmal schlummern. Wenn wir das überhaupt dürfen. Ja, dürfen wir nicht, weil Monster in der Nähe sind. Aber wir können ja jetzt eh mal überlegen, ob wir das Bett nicht umziehen. So. Vielleicht so hier hin. Zack. Bam. Und dann würden wir da vielleicht mal schlafen gehen. Okay, geht nicht, Monster. Das Färbegedönse ist auch in Ordnung. So, und dann würde ich da vielleicht das Nachtbettchen hinsetzen. Zack. Zack. Genau, und dann können wir hier nämlich so... Guten Morgen sagen. Und dann haben wir da auf jeden Fall... Naja, ich bin fast am Überlegen. Ob wir den Spaß nicht ein bisschen weiter nach außen ziehen. Ja, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen... So ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Da drüben ist schon wieder ein Monster. Ja, das ist nicht ganz so geil jetzt, gerade. Ah, rohes Hühnchen. Das will ich ja eigentlich nicht. Ja, geh mal rüber. So, bei dem Creeper bin ich jetzt so ein bisschen gespannt, wenn ich ihm zu nahe komme. Brezelt er mich dann weg? Wahrscheinlich schon, ne? So, dann würde ich dich mal nehmen und dann würde ich dich vielleicht mal essen. Dankeschön. Können wir uns nämlich jetzt mal ein bisschen erholen. Die Kohle da unten brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Na, Gott sei Dank sind die nicht ganz so clever. Muss ich sagen. So, aber das wird ja mit der Zeit dann besser werden, denke ich. Wenn wir dann halt wirklich... Naja, die Monstren sind noch zu nah. Das heißt, ich müsste da dann auch wirklich so eine Verteidigungswand haben. Wo kommt denn der her? Die Spacken können durch Holz schießen. Durch Holzplanken, ja, das ist aber nicht so geil. Das ist aber echt nicht so geil. So, auf jeden Fall hätten wir hier dann jetzt ein initiales Haus. Und das da oben, das wollte ich ja machen. Da hätten wir initial jetzt ein Haus, das ich dann aber...
Also eigentlich. Sorry. Oh, die Sonne geht auf. Ich wollte jetzt gerade sagen, eigentlich, komm, lass uns in den Krieg ziehen. Wir können dann hier jetzt wirklich so mal versuchen, eine kleine Stadtmauer zu ziehen. Das ist unglaublich, wie der Typ mich trifft. Sollten die bei Sonnenlicht nicht sterben? Also der Creeper nicht, das weiß ich, aber die Zombies? Aua! So, wunderbar. Ist das Zeug weg? Können wir hier vielleicht noch gucken, ob wir irgendwas einsammeln können? Und dann würde ich den Creeper mal locken. Ah, vielleicht hier rüber. Hey, Creepy. Super, okay, dann haben wir hier wieder einen Hammer, haben wir hier wieder einen Pfeil und dann haben wir hier wieder so Gedönse. Hi Kuh. Hi Kuh. So, und was ich halt am Überlegen bin, ist, ob wir hier dann nicht vielleicht, wenn wir das hier alles abgeholzt haben und so weiter, ob man dann hier nicht vielleicht... Ja, da ist ja auch schon wieder so eine geile Höhle. Die andere war ja hier unten. Ob wir hier dann nicht vielleicht so ein Ding bauen? Wie heißt's denn? Eine Mauer. Eine Wehrmauer und dann hier hinten, hier drin halt alles ausleuchten, sodass wir quasi wirklich eine kleine Stadt hätten, wo wir uns gegen die Monstren erwehren können. Und hier ist ja quasi dieses Gestülpe, Gezulpe. Das heißt, hier würde die Stadtmauer langlaufen. Also ich würde jetzt versuchen, möglichst wenig Terraforming zu machen. Und das wären dann halt quasi so... Wie sage ich denn das? Ja, keine Ahnung. Aber das können wir uns ja alles überlegen. Jetzt machen wir erstmal hier an unserer Baustelle weiter. Also erstmal schmeißen wir den Schotter hier wieder weg. Ich weiß, es ist kein Schotter. Was haben wir hier noch? Okay. So. Dann würde man hier ja ein Haus weiterbauen wollen. Das würde bedeuten, dass wir wieder richtig viel Holz brauchen. Also ich würde es halt wirklich so... Gut, auf der anderen Seite... Holz scheint mich jetzt aber auch nicht wirklich vor Pfeilen zu schützen. Hallo Kuh. Dankeschön. So, haben wir wieder ein bisschen Leder. Ja, und ich persönlich würde jetzt eigentlich wirklich ganz gerne...
Ich weiß nicht, ob ich das mit Steinen mache. Eigentlich wären Steinhäuser qualitativ schon hochwertiger. Deswegen bin ich eigentlich fast am Überlegen, ob ich hier nicht einen Stein hinbaue. So, und dann hätten wir hier quasi so eine Art Eingangsbereich und dann wird es nach da hinten halt nach offen werden. Genau. Ja, genau. Und da hinten hätten wir ja Strand, also da hätten wir an und für sich genug. Ich könnte eigentlich mal darüber laufen. Einfach mal für die Gegend erkunden. Auch hier haben wir sogar schon einen Strand. Und dann können wir hier theoretisch sogar hochlaufen. Also innenliegende Flächen hätten wir genug. Dankeschön. Aber mir tut es ein bisschen leid um die Kühe, aber mal hier wäre natürlich auch eine coole Location, muss ich sagen. So, ich bin natürlich jetzt wieder ein bisschen, also ja gerade voll am Rand von so einem Eisbiom. Ach ja, vielleicht sollte ich mal die Fernsicht anmachen. Haha. Finde ich auch so ein bisschen lächerlich, dass der die dauernd auslässt. Oh. Und dann würde ich immer sagen, Spitzhacke. Und Spitzhacke. Und dann gehen wir hier vielleicht mal auf die Schaufel. Ja, das passt. Dann sieht es nicht ganz so kacke aus. Da unten gibt es wieder Sand und Strand. Und da hinten auch. Was ist denn das da vorne? Ist das ein Zauberer? Ah, ne, das ist ein Pferd. Okay. Sah gerade auf Entfernung aus wie ein Zauberer. Aber das ist einfach nur ein schwarz-weiß geflecktes Pferd. Oder schwarz-braun, weiß-braun. Da unten ist auch schon wieder eine coole Höhle. Und die Insel, die würde ich mir echt gerne angucken. Und da hinten haben wir Kakteen. Da kommen ja gleich wieder Ideen. Für Monsterfalleen. So, aber das wäre ja eigentlich mehr was für die andere Map. Da, wo wir den Zombie-Spawner haben. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt von Zombies Zeug sammeln möchte. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall mal machen wollen würde, wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß, ich lasse mich gerade wieder ablenken. Aber ich halte es wirklich für sinnvoll gerade, mich ablenken zu lassen. So, hier wollte ich ja eigentlich. Wollte ich das hier? Also, was ich jetzt auf jeden Fall erstmal bauen möchte, ist ein kleines Ruderboot. So, und das können wir auch statt dem Schießpulver nehmen. Vielleicht sogar statt dem Kuhleder. Was macht denn das Zeug schon wieder hier? Ach so, das wollte ich ja. Ach, ich bin schon wieder super orientiert. So, das kommt in meine Kiste. Da. Warum auch immer ich da Farben haben möchte. So. Dann können wir hier dich weg, dich weg, dich weg. Ich weiß noch nicht so genau, wofür ich die Federn eigentlich brauche. Dich können wir da reinwerfen. Wahrscheinlich hätte ich mit dem rohen Schweinefleisch anfangen sollen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich da unten nicht vielleicht sogar wirklich hier wieder zubauen sollte. Ja, das würde ich eigentlich fast tippen. So, dann würde man hier mal das so machen und so machen.
So. Und dann würde man hier vielleicht so einen kleinen Steg nach draußen legen. Für den Anfang jetzt einfach mal. Oh, bist du putzi, 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 puh. Zack. 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 Und zack. Zack. Was wollt denn ihr bei mir jetzt? So, und dann, wie es halt so ist, da gibt es da vorne noch so ein Querdinger. Na, kommst du mal dahin? Bäm. 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 Also ein Wellenbrecher. Jetzt nicht, dass es hier groß Wellen gäbe. So, einfach mal für den Anfang. So, und dann brauchen wir da natürlich Fackeln drauf. Zack. 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 1, 2, 3, 4. Ah, shit. Okay, egal. Und was? 1, 2, 3, 4. Auch shit. Das kann aber nicht sein. Ah, doch, kann sein. Ja. Ah, das sieht dann auch kacke aus. 1, 2, 3. Ja, ja, passt. Okay. Und dann würde ich das Boot doch einfach mal. Nein! Hallo, Bug! Bug! Huiuiuiuiuiui! Halleluja! Also das hat jetzt super geklappt. Aber es wird schon wieder Nacht, das heißt, ich gehe schon wieder schlafen. Ja. Gute Nacht! Und dann sind wir am nächsten Morgen und jetzt können wir das vielleicht nochmal probieren. Das hat ja jetzt mega geklappt. Und diese Drecksviecher, die gehen mir gerade ein bisschen auf den Zeiger hier. So, auf jeden Fall können wir jetzt zu dieser Insel rüberschwimmen und das wollte ich ja eigentlich machen. Und da unten ist ja auch schon wieder eine Höhle. So, aber dann wären wir schon mal hier. Wow, da hinten ist ja auch eine coole Höhle. Und dann würde ich hier eigentlich fast ein paar Fackeln platzieren. Einfach um Spawning von Monstern zu verhindern. Also einmal da. Da. Da, da. Wie gesagt, ich pflaster die Insel mit Fackeln zu. Ob das was bringt, werden wir sehen. Ja, so zu pflastern jetzt vielleicht nicht. Weil das ist ja quasi prädestiniert. Ah, okay, es sind keine Kakteen, es ist Bambus. Aber Bambus könnten wir jetzt nutzen. Ach, das gibt's doch nicht. Also hier gäbe es quasi auf jeden Fall eine lustige Insel. Ja, ich bin schon wieder auf Entdeckungsmodus. Ich wollte eigentlich mein Haus fertig bauen, aber eigentlich bin ich jetzt gerade wieder auf Entdeckungsmodus, muss ich sagen. Und wenn wir gerade auf Entdeckungsmodus sind, machen wir das doch auch. Das heißt, da vorne ist mein Bötelein.
diese Viecher, ey. Überall sind diese Viecher. Nein, nicht dahin. Wow. Dann würde ich da in die Höhle schwimmen wollen. Oder. Also mit dem Boot kann man ganz schön schnell. Na, machst du mal hier ein Lichtchen hin. Oh. Nein, 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 nein. Okay. Da noch ein Lichtchen. Und da noch ein Lichtchen. So, dann fahren wir da mal da lang. So, dann flutschen wir mal dahin. Da unten ist schon wieder Lava. Wenn ich das richtig sehe. Da leuchtet schon wieder alles. So. Dann würde ich gerne mal da reinfahren. Das ist ja auch schon wieder. Das ist ja auch schon wieder cool. Das ist ja auch schon wieder. Nur einmal bitte. Na gut, die habe ich jetzt verloren. Dann hätte ich sie auch lassen können. Es ist ein bisschen irritierend, dass das Boot nicht dahin fährt, wo man schaut. Ich meine, ich finde es cool, dass man schauen und nicht gleich dahin fährt, aber. Auch hier Licht. Ich sehe mein Boot nicht mehr. So. Also wir sollten auf jeden Fall die Wände lang fahren, damit wir immer Fackeln hinsetzen können. Da. Und dort. Da hinten sehe ich auch schon wieder eine kühle Höhle. Also kühl sind die ja eh auf jeden Fall. Oh, da geht es auch ein bisschen rein, aber nicht wirklich viel, wenn ich das richtig sehe. Kann man mal gucken. Ah, doch ein bisschen viel. Aber nicht übertrieben viel. Aber immerhin viel genug, um Eisenerz einzusammeln und ein bisschen Kohle. So. Haben wir hier noch Kohle gehabt? Sieht gerade nicht so aus. So, dann gehen wir hier wieder auf die 4. Machen wir hier wieder ein Licht dahin. Und da ein Lichtler. Und da ein Licht. Bam. Bin ja froh, dass das Boot nicht zerschellt. Das wäre ein bisschen suboptimal. Glaube ich. So. Nein! So, dann würde ich dich mal gerne kurz abbauen. Das ist auch in Ordnung. So, dann würde ich hier gerne wieder ein Licht hinsetzen. Und ich würde gerne dich abbauen. Ja, genau, weil ich da drauf wollte. Dann können wir hier wieder ein Licht. Hier wieder ein Licht hinsetzen.
So. Können wir da noch ein paar Kohlen mitnehmen? Spitzhacken haben wir ja noch. Da haben wir aus irgendeinem Grund gar nicht so wenige gebaut gehabt. So. Ansonsten gab es hier aber nichts mehr. Gut, die da hinten, die lassen wir jetzt erstmal. Dann hüpfen wir da mal ins Boot. Flitzen zurück. So. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist ein Andy, aber das ist gar keiner. So, da unten sind Tentakeln, da ist auch wieder so. Aber da war ich drin, oder? Oder war ich da nicht drin? War ich nur auf der einen Seite drin und auf der anderen nicht? Es sieht so aus. Aber im Grunde dürfte es ja nichts groß anderes sein. Da unten leuchtet schon wieder irgendwas. Das heißt, da unter der Dings ist auf jeden Fall. So, tschüss. Okay, also das war ein kleiner Ausflug, den haben wir uns jetzt angeguckt. Ich wollte mir eigentlich die Insel da drüben einfach nur angucken, weil ich mir natürlich überlege, ob wir da nicht vielleicht einen Außenposten, eine Sommerresidenz, ein was auch immer hinbauen könnten. Und die Aussage ist ja, könnten wir. Oder wir könnten halt auch wirklich viel Sand holen. Und dann würde ich mal dahin flitzen wollen. Mal hier rein. Oh, und das ist einfach so eine Durchfahrtsding. Und dann sollten wir vielleicht mal wieder nach Hause, weil es jetzt langsam wieder düster wird. Ganz langsam wird es wieder düster. So. Dann würde ich hier mal sagen. Wo waren da jetzt schon wieder ein Creeper? Ach Jungs, ey. Macht doch nicht immer so eine Scheiße. So, vier Fackel hin. Unter Wasser ist mir eigentlich ziemlich Latte, aber okay. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal in meine Bude gehen. So, würde ich gerne mal in meine Bude gehen, weil ich ganz gerne ein Nickerchen machen wollen würde. Nicht da. Da. Zack. Und gute Nacht. Ach, na toll. Gut, was machen wir jetzt in der Nacht, wenn da Monstren da sind? Offenbar können wir ja jetzt kein Nickerchen machen. So, da hinten ist die Insel auch schön beleuchtet. Das ist toll. Das freut mich so ein bisschen. Ja. Ja, Mann, 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 bin ich müde. Ich würde jetzt so gerne ins Bett gehen. Es war so ein aufregender Tag mit diesen Inseln da hinten und den Höhlen und alles und überhaupt. Und ach, die Monstern, das ist echt nervig mit den Monstern. Aber ich meine, wenn eh Monster in der Nähe sind, dann kann ich auch in die Höhle nebenan gehen, oder? So. Ich bin gerade mal hier so ein bisschen am gucken, wie das eigentlich ausschaut. Das mit dem Aufweiten, also dieser Creeper-Attack, der da stattgefunden hat, das war gar nicht so schlimm jetzt eigentlich. Da ist eine Spinne. Da würde ich einfach mal hier rüber gehen.
den ignorieren wir jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, ob wir hier Zeug finden. Zum Abbauen. Oder habe ich das schon alles abgebaut? Das weiß ich gar nicht mehr. Da unten mit Sicherheit. Da war ja Kies und alles. Das habe ich hier alles rausgegraben. Uah. So, da habe ich wieder Knochenmehl. Da ist ja auch wieder gar nichts mehr. Wo ist denn der eigentlich gespawnt, bitte? So, aber da hinten müsste ja dann noch ein anderer Gang sein. Also hier ging es dann ja wieder hoch. Wir können... Wo ist denn der Zombie jetzt schon wieder? Ach ja, da oben geht's ja rein. Stimmt, da war ja auch noch was. So, dann würde ich da mal eine Fackel hinsetzen. Weil ich noch nicht weiß, was ich mit dem Pilzen mache. Okay. Das war ein Mini-Zombie oder Baby-Zombie oder wie die heißen. Was hat der jetzt verloren? Ach, hat der vorher das Schwein getötet? Aber ich dachte, die töten... Ich dachte, die töten keine friedlichen Kreaturen. Die töten nur den Spieler. So, da ist wirklich einfach gar nichts mehr. Und da oben ist eigentlich schon wieder das Dach. Das heißt, da können wir eigentlich auch schon wieder raus. So. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich ihn angreifen soll. Wie viel Kuh heute habe ich eigentlich noch? Zu wenige. Für eine Hose bräuchte ich 3, 2, 2. Das sind 7. Ich denke, ich muss noch ein paar Kühe malträtieren. Aber nur für die Haut. Das Fleisch, das interessiert mich nicht. Das schmeiß mal weg. Hallo Andy, du. Hallo. Hallo. Interessant ist, dass er schon immer wegguckt. Also er guckt schon immer auffällig zu mir. Also wie gesagt, die Implementierung von den Endermen, die ist noch nicht so ganz 100%. Das haben die aber auch selber in dieser Mind-Clone-Community geschrieben. Dass die Endermen noch nicht so 100%ig, also sie porten sich halt nicht. Und ich persönlich finde auch, deren Spawnrate ist viel zu hoch. Viel zu hoch, also eigentlich sollten die viel seltener sein. Weil ich könnte zu dem hingehen und mir beliebig viele Ender-Perlen holen, weil es einfach genug Endermen gibt. Schlicht und ergreifend. Und ich habe die jetzt schon platt gemacht, also.
So ist es nicht, man kriegt sie sich schon kaputt. Die machen gut Schaden, aber man kriegt sie schon kaputt. So, wie sieht's denn jetzt aus da mit dem Sonnenlicht? Kommt es vielleicht bald mal wieder? Ich würde gern diese hässliche Höhle verlassen. Eigentlich würde ich hier auch gerne noch ein bisschen Licht machen. Und eigentlich, muss ich auch sagen, würde ich die gerne zumachen. Ich will eigentlich nicht, dass da andauernd von oben irgendwas runterkommt. Ha! Sonnenlicht. Okay, also dann würden wir das vielleicht mal wirklich zumachen. Habe ich Steine dabei? Ja, habe ich. Dann würde ich jetzt hier mal auf die Schaufel gehen und hier die Erde einsacken. Dann mache ich hier nochmal ein Licht hin. So. Gehen wir nochmal auf die Schaufel und sacken hier die Erde ein. Ja, sehr gut. Und dann machen wir hier wirklich zu. Da muss ich halt draußen mal gucken. Dankeschön. Muss ich halt draußen wirklich mal gucken. Also es geht mir jetzt wirklich nicht darum, die Erde zu haben. Aber dann ist sie weg. Dann steht sie da nicht mehr so sinnlos im Weg rum. So, haben wir jetzt alles. Dich haben wir. Und hast du irgendwas verloren? Nö, ich glaube nicht. So, dann könnte man jetzt eigentlich die Höhle verlassen, ne? So, an dem hüpfen wir. Aua! Ja gut, das ist weg. Okay, da habe ich gedacht, ich komme an ihm vorbei. Aber der stand da latent suboptimal. Und der mag es nicht, wenn man in seiner Nähe ist. So, wir würden jetzt aber allerdings ganz nach oben gehen und komplett rausgehen aus der Butze. Und mal schauen, das müsste ja... Autsch. Da müsste ja hier irgendwo das Loch sein, das wir gerade zugemeißelt haben. Hier nicht. Da war ja irgendwo so wirklich ein 4x4 Feld. Also eigentlich ein 3x3. Aber das ist meiner Meinung nach schon wieder viel zu weit weg. Das war ja wirklich... Hier drüben könnte es sein. Ja. Genau, und da würde ich jetzt einfach wirklich Erde drauf klatschen. Haben wir ja jetzt Gott sei Dank genug, dass wir das wirklich voll machen können. Mal wirklich sagen können... Jo, 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 jo. Jo, jo. Dann haben wir hier dieses Ding auch einfach zu. Pam, 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 pam. Und dann ist es einfach nur eine ganz normale Kuhle. Ey, Jungs, ey. Ihr macht doch echt nur Grütze. So, dann ist es hier einfach eine ganz normale Kuhle. Und das war's dann. Schön. Schön, schön. So, und bei, wie gesagt, bei der Wahrscheinlichkeit von diesen Endermen, da muss ich vielleicht ein bisschen was drehen. Vielleicht muss ich es auch ausschalten. Das muss ich mal angucken.
Wäre hier ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen übertrieben. So, die geben nämlich auch Zeug. Die geben Wolle. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass man sie, wie heißt, schlachten muss quasi, um die Wolle zu bekommen. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch Leder. Nein! 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 Okay, das hat super funktioniert. Apropos, da hinten war ja auch noch eine Höhle. Da können wir ja mal hinschwimmen. Einfach mal zum Gucken. Oh, es regnet. Ah, die ist einfach nur offen. Da sind einfach nur Löcher im Feld. Alles klar. Aber die Viecher mit dem Wasser, die sind echt noch ein bisschen dämlich. Man müsste halt irgendwie bei diesen Tieren versuchen, einen Algorithmus zu implementieren, der sagt, hey, wenn die Höhe größer als 3 Steine ist oder 2 Steine ist, dann gehe ich da nicht runter. Kein Fleisch mehr, kein Platz für Fleisch mehr. Das ist ja unglaublich. Ja. Wer braucht denn so einen Rotz? Habe ich die jetzt schon wieder aufgenommen? Dankeschön. So. Ja, schönen Regen. Juhu. Da gibt es noch eine Kuh. Eine Kuh, juhu. Oh. Dankeschön, da gibt es noch Muli. Ach ne, das ist ein Pferd. Das war ein Pferd. Da ist wieder ein Pferd. Da ist auch ein Pferd. Da war wieder ein Enderman aktiv. Da ist Essen. Wie gesagt, also diese Enderman, da muss man halt wirklich sich ein bisschen überlegen, was man damit so treibt. So, ich habe jetzt aber auf der anderen Seite ganz viel Schwarzpulver, müsste ich ja jetzt eigentlich haben. Na gut, 8. Kann ich ja mal gucken. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier. Eine Oberbekleidung. Ich laufe ja gerne unten ohne rum. So, das kann jetzt hier erstmal irgendwo hin. Dann würde ich jetzt im Inventar sagen, wir ziehen einmal diese Oberbekleidung an. Dann würde ich hier einmal sagen, was ist es denn, was ist denn das Wenigste? Ist ja jetzt erstmal egal. So. Kaninchenfell, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Und es wundert mich, dass der das jetzt nicht automatisch gestapelt hat. Dann würde ich mal gucken, kann ich hier sagen. Ah, so viele habe ich gar nicht mehr. Auch nicht. Haben wir hier noch Steine? Andesit. Ja, gut, ob es mit dem geht, weiß ich nicht. Ey, eigentlich bräuchte ich ja Ton. Wenn ich da richtig drüber nachdenke, bräuchte ich ja Ton. Ich nehme jetzt trotzdem mal einen Stein mit. Einfach, weil ich mal was ausprobieren möchte. Also was ich mir halt vorstellen kann, ist, zack, 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 zack. Und nee. Also was ich quasi bauen wollte, war eine Bombe. Aber, also das kommt ja von den Arabern ursprünglich, die halt Tonkrüge
Naja, warte mal, ich bräuchte eine Lunte. Also ich kenne diese Minetest-Rezepte oder Minecraft-Rezepte alle gar nicht, deswegen kann es gut sein, dass ich hier einfach Blödsinn fabriziere. Kommst erstmal du darüber, dann kann ich dich wieder mitnehmen. Dann, wenn du fertig gebrannt bist, dann würde ich... Ach komm, nehmen wir das meiste, oder? Wir wollen ja die Kohle maximal nutzen. So, können wir da noch ein bisschen Kohle reinhauen. Ja. So, ich weiß ja, ich kann Knochenmehl machen, aber ich weiß nicht, was ich mit Knochenmehl machen kann. Also ich weiß nicht, was mir das bringen soll, dass ich Knochenmehl mache. Ah, warte mal, ich habe ja noch Erz. Wie viel habe ich denn? Eins. Ja, eins, okay. Eins ist quasi für die Tonne. Aber wir könnten eigentlich uns mal einen neuen Ofen bauen. Wir haben einfach zu wenige. So, du da, sage ich hier 6. Und dann würdest du mal vielleicht dahin kommen. Dann können wir da vielleicht auch nochmal die Hälfte von der Kohle hier reinhauen. Und dann können wir hier das Eisenerz drauf patschen. Genau. So, und da, eigentlich könnte man da auch noch einen Ofen hin tun. Manche stapeln sie. Ich mag die eigentlich ganz gerne nebeneinander. Zack. Und eigentlich könnten wir uns dann ja jetzt schon, wenn ich das gerade so sehe, könnten wir ja wirklich sagen, wir bauen uns eine Ritterrüstung. Aber ob ich das jetzt wirklich will, sei jetzt mal dahingestellt. Wie auch immer, ich denke, ich mache an der Stelle jetzt eh eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich. Ciao.